Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Sommerdüfte, Freunde. Ich schaue mir nicht so oft Jeremys Videos mehr an. Mir hat man also diesen Video heiß empfohlen und hat gemeint, ja, ich soll mal meine Meinung dazu sagen. Er hat angeblich so ein paar Wörter gesagt und es hat mich dann auch interessiert. Komme ich mal zum Text. Ich bewerte dieses Video nach meinem Parfümempfinden, nach meinem Parfüm-Erfahrung, Parfümwissen. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Experte für diesen bin. Das würde ich mich nie trauen, weil ich kenne vielleicht 1% von Parfüm, was weltweit vermarktet worden ist. 1%, Freunde, 1%. Und ich habe Parfümwissen, möchte ich behaupten. Aber das Parfüm ist seit ewigen Zeiten auf dem Markt. Es gibt Leute, die da beruflich da beschäftigt sind. Und also das ist nur meine persönliche Meinung, Freunde. Gut, jetzt schauen wir uns einfach mal sein Video an. Hallo liebe Freunde, hier spricht die Item vom Cut. Im Video habe ich entdeckt, dass ich einen ungebetenen Gast habe, eine blöde Fliege. Die stört mich wahnsinnig jetzt beim Schneiden. Ich hoffe, ihr lässt euch nicht so sehr irritieren von der blöden Fliege. Ich gebe halt meinen Senf so ab, wie ich den Duft sehe, wie ich den Duft tragen würde, ob ihr mich bietet, das zu kaufen. Er hat mich schon mal gebietet und ich habe ihm auch was nachgekauft, aber das ist eine andere Story. Ich möchte das euch dann anders erzählen. So, wir werden natürlich immer wieder stoppen, wenn ich was höre oder sehe, was mich interessiert oder wo ich hellhörig werde, macht mich ja total kaputt hier. Wenn du dir sowas nicht anschauen kannst, dann schalte bitte ab. Es ist so, es gibt Menschen, die dann sich persönlich angegriffen fühlen. Bitte schütz dich damit selber, indem du das ausschaltest. Dann fangen wir mal an. Was hat denn unser lieber Jeremy denn erzählt? Ich grüße euch recht herzlich, Ladies. Die Top 10 besten Sommerparfums für Frauen. Moment. Das muss ich wieder gleich mal reinhauen. Die besten Düfte 2020 stimmt nicht. Das sind seine besten Freunde. Weil, wie gesagt, keiner kann behaupten, was nicht stimmt. Das sind seine persönlichen Besten. Und er hält mir jetzt Paco Rabanne an die Nase als Sommerduft. Bin bedingt, würde ich nicht so sehen. Ich würde keinen Paco Rabanne nicht im Sommer 2020 riechen wollen. Hören wir uns einfach mal an, was er gesagt hat. Das ist Olympia von Paco Rabanne. Das ist ein Kokosnussgeruch. Ganz toll, oder? Also für den Sommer, da kann man ja auch schön nach Kokosnuss riechen. Gibt es einen mit Kokosnuss? Ich kann mich gar nicht erinnern, ob die da gucken. Also ich weiß auch nicht, welchen er hat. Es gibt viele verschiedene, aber ich kenne keinen, der Kokos hat. Ich habe diesen Duft an einer Frau im Fitnessstudio gerochen, sehr geehrte. In der Fitnessstudio. Also ich kann mir jetzt weiter nicht anhören. Moment, warte. Nee. Fitnessstudio Paco Rabanne ist ein Ausgehduft. Es ist ein Spätsommer, Herbst, Winterduft, das jetzt nicht mehr aktuell ist. Vor 2-3 Jahren haben das so viele Frauen genutzt und es ist schon so, ja, man kennt diese Duft-DNA. Seine persönliche Meinung ist, dass es auf der 10 ist, kann sein, aber das ist ein Girly-Duft, das ist für Führungssexy. Jetzt schauen wir mal, was er sagt. Und ich muss dir sagen, riecht oberaffengeil. Also wenn du so ein bisschen flirty, Latin, Miami, sexy, bisschen bauchfrei, das ist ein richtig... Ja gut, er hat auch die Person so beschrieben. Ja, würde ich auch so sehen. Also, sehr junger Duft. Aber kein Sommerduft, Freunde. In meinen Augen. Gehen wir weiter. Geiles Parfum dafür, mit dieser tropisch-Kokosnussart. Auf der Nummer 10, Olympia. Auf der Nummer 9, der teuerste Duft auf der Liste. Und das ist Roses Musk
von Montal. Und Kim Kardashian ist ein Riesenfan von diesem Duft. Und man sagt auch, dass einer ihrer Parfums sehr diesem ähnelt, weil sie selber so... Oh, sorry, ich muss Sie unterbrechen. Nur weil Kim das mag, ist es jetzt auf der 9 vielleicht gelandet, aber ich kenne diesen Duft auch, die Marke ist total gut. Ich kann alle Düfte euch empfehlen, aber nicht im Hochsommer. Es gibt sehr wenig Düfte, die ich persönlich kenne von dieser Marke, die man richtig im Sommer tragen kann. Es gibt so ein paar Kokos- und Tiara-Duft, den möchte ich die ganze Zeit schnuppern, den habe ich nicht, aber den kenne ich. Wenn ihr Rose wissen wollt, kann ich euch sagen. Der Duft ist in meinen Augen kein Sommerduft. Wir gehen einfach mal weiter. Fan von diesem Parfum ist, wie der Name schon sagt, Roses Musk, ich habe alle unten verlinkt, ist ein rosenartiger Duft mit einer sehr synthetischen Mosso-Schnote, die den Duft aber sehr lange anhalten lässt. Was du wissen musst, sehr geehrte Zuschauerin, man ja, nennt gut. heutzutage nicht okay. mehr die Eier. Warte mal, ja, was, die Eier? Gut, jetzt muss ich einen kurzen Cut legen. So wie ich Jeremy Frickett kenne und seine alten Videos weiß, also er geht immer so auf Publikumslieblinge ein, die lang anhalten, eine Projektion haben. Deswegen nicht falsch verstehen, Freunde. Mit den ersten zwei Düften will ich das schon mal behaupten. Er hat das Thema verfehlt. Er steht ja Top 10 Sommerdüfte. Und es gibt Top Sommerdüfte, wo ich euch jetzt sagen könnte. Aber das ist jetzt nicht mein Video, das ist sein Video. Und nee, das sind noch keine Sommerdüfte. Ich habe noch keinen bis jetzt gesehen. Das, jetzt spule ich nur ein bisschen vor. Ach, jetzt hält er mir Escade. Ja, okay, das ist ein Sommerduft, Freunde. Das ist ein absoluter Sommerduft. Viele von diesen Escade-Düften riechen gleich. Haben eine gute Haltbarkeit im Sommer, weil es leicht aufgebaut ist. Aber es ist sehr synthetisch. Ich kenne so gute Düfte davon, habe ich auch ein paar gesessen früher, in meiner Jugend. Das ist jetzt halt wieder was Junges für junge Publikum. Und hier muss ich als Disclaimer sagen, jeder Escada, das ist jetzt auch ein bisschen böse Zunge gesprochen, weil jeder Escada für Frauen riecht fast gleich. Das, mein lieber Jeremy, das ist auch so beabsichtigt von dieser Marke. Die haben auch andere Düfte, nur diese Reihe ist so. Das sind Sommerdüfte, das sind Limit Edition, die kommen einmal im Jahr und wenn man die bekommt, ist gut. Und das, die Linie ist so, Sommer, flirty, frisch, fruchtig, so Duschgel-Touch, aber mit einem richtigen Fruchtcocktail. Was er da äußert, kann ich jetzt nicht mit unterschreiben, weil darf dieser Firma nicht unterstellt werden, dass er alles gleich macht. Das ist so beabsichtigt. Da sind Frauen, die jagen jahrelang hinter diese Düfte nach. Wenn es einmal kommt, einmal, das ist so ähnlich wie ein Nischenduft. Eine Limit Edition bekommt man einmal und nie wieder. So sieht's aus. Also, kennst du einen. Aber die riechen alle wunderbar. Ja, die riechen alle nicht. Ja, genau. Fast gleich ja. Und haben alle eine gute Haltbarkeit und sind sehr günstig zu kriegen. Du kannst diesen Duft also sehr, sehr günstig kriegen. Und er hat eine gute Haltbarkeit und riecht ja, fantastisch. Gut. Ist sehr gefällig. Eine günstig ist nicht schlecht. Ich spule weiter vor, weil er redet auch gerne. Er kommt oft besser auf den Punkt wie ich, aber er redet auch sehr gerne, wenn der Tag lang ist. Prana, okay. Ja, das ist ein Allrounder. Da ist das er auf ist der sicheren Seite. Wundervolle Duft fürs Büro tagsüber als Frau, wenn es heiß ist. Das riecht wie ein sanfter... Kenne ich bessere Düfte von Prana? Ehrlich, so ist es, meine Meinung. Im Sommer diesen Duft zu tragen, obwohl ich pudrige Düfte liebe, weiche ich auch auf viel, viel frischere Düfte. Für mich ist es auch nicht gerade ein absoluter Sommerbringer. Guter Duft, man kann es immer tragen, aber im Sommer würde ich auf was Frischeres, Fruchtigeres tendieren. Muss nicht jeder meine Meinung vertreten. Erwarte ich nicht. Ich kenne auch Frauen, die Cologne-Düfte im Sommer tragen.
Die können's. Ich kann mir das nicht antun. Ich kann es auch nicht riechen. Ich kann es auch nicht selber sprühen. So. Und frischer Seife auf dir drauf. So nach dem Motto, du duschst sicherlich sehr viel. Also, ja gut, das braucht er mich nicht erzählen. Das weiß ich. Die Düfte, die hat er ja schon vorgestellt. Ich kenne die Düfte von seinen alten Videos. Escara ist jetzt neu. Paco Rabanne ist neu. Jetzt kommt er mit Versace de l'Imbleu, die Frauen. De l'Imbleu, Parfum. Ah ja, die Frauenvariante. Gut, was äußere ich dazu? Schaut parallel noch sein Video an, weil ich werde vieles vorspulen, weil ich seine Meinung schon kenne. Weil für mich ist es dann langweilig, sorry, aber ist so, kann ich nichts ändern. Ich kenne seine Meinung dazu. Es ist ein sehr, sehr toller Duft. Es ist ein fruchtiger, süßer Duft. Wenn man den nicht übersprüht, kann man den im Sommer auch tragen. Für mich hat es einen Duschgel-Effekt auf einer sehr, sehr schönen, haltbaren, süßfruchtigen Niveau. Finde ich vom Basis, also wenn das auf Basis kommt, finde ich nicht schlecht. Also es ist ein toller Duft, muss ich sagen. Auch preisgünstig. Ja, was hat er noch dazu gesagt? Und das ist ein Duft, der sehr synthetisch riecht, also sehr künstlich. Ja, aber nein, was erwartest du von fruchtigen Düften? Ist so, die Frucht kannst du nicht, musst du synthetisch rausbringen. Kannst du gar nicht anders. Der auch extrem lange, ein Parfum, das sehr lange hält und... Ich muss so nebenbei erwähnen, er sieht angepisst aus, also er sieht traurig, muffig aus auf diesem Video. Gut, okay, spule wieder vor, das soll nicht respektlos sein, aber oh Mann, jetzt holt er noch Lancôme La Vie Belle raus. Seine Meinung dazu kenne ich auch. Meine Meinung dazu ist, ist kein Sommerduft, ist ein Ausgehduft für Abend und nicht über 25 Grad tragbar. Das killt, das ist eindieseln. Es gibt Frauen, die das auch im Sommer tragen, aber das ist eine wenige Prozentzahl an Frauen. Ist es schon abgetragen? Sorry, wenn ich das sage, Ladies, seid mir wirklich nicht böse. Es gibt so schöne Sommerdüfte. Ich kann mir das nicht, ich kann es, sorry, seid mir auch nicht böse, ich muss vorspulen, weil ich kann mir das nicht anschauen. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Video anschauen sollte. Aber der ist noch mehr besser für den Sommer. Und da das eine Sommerliste ist, empfehle ich dir doch diesen Duft hier. Mega gut für den Sommer. Ich möchte nicht, dass das Video negativ wirkt. Aber das ist jetzt für mich auch kein Sommerduft. Der Titel passt nicht zu den Düften. Diese Düfte hat er jetzt alle schon bei sexy, langanhaltend, verführerisch vorgestellt. Jeremy, änder deine Düfte oder mach keine Sommerdüfte draus. Auch von der Hersteller wird es nie als Sommerduft präsentiert. Schaut einfach die Werbung mal an. Sieht's ja bei dieser Werbung überhaupt Sonnenstrahlen? Die Frau ist mit High Heels unterwegs. Wo habt ihr eine Frau im Sommer mit High Heels am Strand gesehen? Es gibt auch solche Frauen, ja, es gibt's. Aber die normale, autonormale Frau sollte diesen Duft auch nicht im Sommer tragen. Es gibt immer einen Ausnahmefrau, Ausnahmemann. Wir reden von der Regel. Es ist ein sehr schwerer Herbstduft. Okay, ich kenne die Meinung zu diesem Duft auch. Das hält der mir seit 2 Jahren schon vor die Nase. Dann hält der mir das seit 3 Jahren vor die Nase. Poison Girl ist auch kein Sommerduft, spring ich. Das gleiche gilt für die 3 letzten Düfte. Jetzt hatte Jean-Paul Gaultier das neue, Le Belle. Gleiches Spiel, kein Sommerduft, das ist ein zu süßer Birne und so synthetisch beim Abgang. Mein Lieber, was machst du da? Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Okay, jetzt hält Light Blue, dazu kenne ich auch seine Meinung, das liebt er, liebe ich auch. Das ist die Intense-Variante.
Das war's von mir, Ladies. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Dir. Habt einen schönen Tag. Jeremy, mein Lieber, das waren keine Sommerdüfte. In meinen Augen ist es ja immer nur meine Augen. Meine Meinung, es gibt Menschen, die auch im Sommer Winterdüfte tragen. Die Frauen tragen es, weil das ihre Signature-Duft sind. Weil sie haben diesen Duft seit 3 Generationen. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber sie haben immer so diesen Duft, ja, und dann ändern sie das nicht, weil es ist so, warum soll man was ändern? Zu diesen Frauen sage ich nichts, aber es gibt Frauen, die ihre Garderobe, also sie ziehen sich an und haben einen Duft und denken sich, ach, das ziehe ich dazu an. Diese Frauen würden solche Düfte nicht tragen. Ich bin auch eine Frau, die nach den Jahreszeiten geht, nach meinem Gefühlslage. Dann habe ich, ich kleide mich auch mit meinen Düften, das ist so. Und wenn ich mich mit solchen Düften kleiden müsste, dann würde ich High Heels anziehen, sexy aussehen, Wimpern bis zum Haaransatz, geschminkt. 90, 60, 90 durchtrainiert sein, ein J-Lo-Arsch haben und halt geil ausschauen, sexy, willig, abenteuerlustig. Aber diese Frauen existieren oft nicht im Alltag, nicht im Sommer. Ich weiß nicht. Es ist ein negatives Video geworden, glaube ich, aber ich möchte das trotzdem veröffentlichen, online stellen, weil er ist ein riesen YouTuber. Er hat sehr viele Abonnenten. Ich weiß nicht, wie seine Zuschauerzahl ist, aber er hat sehr viele Abonnenten. Er hat auch Sorgepflicht zu erfüllen, finde ich. Okay, man muss nicht immer ein Vorbild für Zuschauer sein. Dafür sind die Eltern da, man muss die erziehen. Aber wenn er ein Parfümvideo abdreht und behauptet, er ist der Beste in dieser Branche, dann hat er schon eine Sorgpflicht zu erfüllen. Und solche Düfte als Sommer, das Beste, die ersten Wörter waren ja die besten Düfte. Ich sage oft in Videos auch, dass es eine persönliche Empfinden ist, subjektives Empfinden. Und in der Parfümbranche gibt es gute Düfte. Aber das Beste kannst du nie sagen, weil wir so verschieden sind alle. Okay, jetzt ende ich mal mit meinen Wörtern. Positiver bekomme ich es leider nicht mehr hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich war es nicht so wild. Und sage einfach mal wunderschöne Tage. Schaut, dass ihr gesund bleibt. Gebt auf euch Acht. Und abonniert einfach mal meinen Kanal, auch wenn es heute nicht positiv geendet hat. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage einfach mal Tschüss.